Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dragon Age Origins. Wir sind in der Kirche von Lothering und haben hier mit dem einen Typ da geredet. Jetzt werden wir mal gucken. Es ist schrecklich. So viele sind nach Lothering gekommen, um Schutz zu finden. Und jetzt müssen sie feststellen, dass wir ihnen kaum mehr als Gebete zu geben haben. Sieht der Erbauer unsere Not? Bewegt ihn all diese Zerstörung? Es tut mir leid. Der Plan des Erbauers ist viel zu gewaltig, als dass ich ihn begreifen könnte. Vor allem in Zeiten wie diesen. Ja, wir schauen einfach mal, ob es noch ein paar andere Leute gibt in der Kirche, mit denen wir reden können. Und dann geht's, denke ich mal, endlich weiter. Ich sollte gehen. Wer hat hier das Sagen? Was genau singen die Priester da? Ja, wer hätte das Sagen, weiß ja mittlerweile. Den Gesang des Lichts. Ihr kennt ihn doch bestimmt, oder? Ich habe noch nie gehört, dass er so gesungen wird. Natürlich, der Gesang beweist unsere Hingabe an den Erbauer. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Ich habe noch nie gehört, dass er so gesungen wird. Vielleicht habt ihr diese Strophen bisher noch nie gehört. Es dauert Wochen, den gesamten Gesang vorzutragen. Und er wird nur in der großen Kathedrale von Val-Royon am Stück gesungen. Hier können wir nur einige wenige Strophen pro Woche singen. Und an jedem Jahresanfang beginnen wir wieder von Neuem. Okay. Ja, das reicht dann, aber wir wollen es nicht übertreiben. Möge der Erbauer über euch wachen. Mit ihrem komischen Spaß. Der Erbauer sprach, breitete sich der Gesang des Lichts in der Dunkelheit. Schauen wir mal. Das Wort vertrieb Furcht und Schwester. Habt ihr euch je geschlagen, ob Andraste wirklich so aussah? Wir noch mehr vielleicht war sie in Wirklichkeit hässlich. Ja, cool, den Drag. Und zwar... Was? Also hier, die Abenteuer des Schwarzen Fuchses, geboren 863 im gesegneten Zeitalter als Lord Remy Vascal, war der Schwarze Fuchs ein tollkühner Dieb und Räuber, über den so viele Geschichten existieren, dass es heute nahezu unmöglich ist, Wahrheit und Legende zu trennen. Obgleich von Adel gilt er doch als Held des gemeinen Volkes. Wir brauchen endlich mal einen richtigen Dieb, einen richtigen Meisterdieb, verdammt. Zu Beginn verspottete er den tyrannischen und mächtigen Lord von Fal-Chevin. Er trug eine Maske, zeigte sich öffentlich und durchkreuzte die Pläne des Lords so häufig, dass dieser ein enormes Kopfgeld auf diesen listigen Fuchs, da auch der Spitzname, aussetzte. Der erste Kopfgeldjäger, der sich das Geld verdienen wollte, Carolis, wurde schließlich Remis lebenslanger Partner, nachdem er ihn mehrere Male fast getötet hätte. So erzählt man es sich noch heute in den Tavernen. Die Geschichte wird oft übertrieben dargestellt. Remy als Postenreiser, der Carolis fast in den Wahnsinn treibt, weil es diesem dennoch nicht gelingt, den Schwarzen Fuchs zu erledigen und dadurch die Oberhand gewinnt, was den Kopfgeldjäger so beeindruckt, dass er sich letztlich anschließt. Nachdem er jahrelang die Männer des Lords gepiesackt und seine Steuereintreiber drangsaliert hatte, laut dem Volk von Orlais, eine von Remys Lieblingsbeschäftigungen, wurde Remy angeblich von seiner Geliebten Servana de Montfort verraten. In einigen Versionen ist sie sogar eine Magierin des Zirkels und gefangen genommen. Nach über einem Jahr Folter wurde Remy von seinen Leuten, darunter eine reuevolle Servana, aus dem Gefängnis befreit. Gemeinsam flohen sie nach Orlais. In dieser Phase von Remys Abenteuern tauchte er fast überall in Tedas auf. Immer mehr Wirte und Händler schmückten sich damit, dass der Schwarze Fuchs ihr Dorf oder ihr Gasthaus besucht und irgendeine Großtat vollbracht hätte. Wenn die Geschichten stimmen, lieferte Remy den Männern des Lords eine ständige Jagd. Er war in politischen Intrigen in Nevara verwickelt, wurde von den Krähen aus Antiva verfolgt und von einem mächtigen Magier aus Tevinter entführt. Jedes Mal entkam Remy in letzter Sekunde dem sicheren Tod, überwältigte den Bösewicht und verbesserte das Leben der Armen und Gepeinigten. Dann sammelte er seine Bande von Abenteurern wieder zusammen und zog ins nächste Land. Über seine Gefährten Carolis und Servana, den weisen Zwerg Bulleg und den stürmischen Ritter Sir Clementis entstanden mit der Zeit eigene Legenden. Alle Geschichten stimmen darin überein, dass der Schwarze Fuchs eines Tages verschwand. Er und seine Gefährten zogen ins Herz des Alatan-Waldes auf der Suche nach der versunkenen Stadt der Elfen und kehrten nie zurück. Viele Legenden ranken sich darum, was ihnen in dem Wald wohl widerfahren sein mochte und wie sie eines Tages womöglich gerettet werden könnten aus die Abenteuer des Schwarzen Fuchses. Über den erfahren wir bestimmt in Zukunft noch ein bisschen mehr. Wer sollte das wissen? Dann schauen wir mal, was es hier noch so in dem Bücherregal gibt. Die heilige Asche von Andraste, das hatten wir doch schon. Die Zeit verging und der Aufenthaltsort der Urne verschwand aus den Gedächtnissen. Vielleicht war es ja der Wille des Erbauers, dass nur die würdigsten der letzten Ruhestätte seiner Geliebten finden sollten. Nun sind uns nur die Legenden geblieben, wie die von Chevalier Luther, der nach der Urne suchte, um seine sterbende Tochter zu retten. Entweder fand er sie rechtzeitig oder er kehrte erst 100 Jahre nach ihrem Tod zurück. Das Ende der Ballade ist da nicht ganz eindeutig. Es wäre geil, wenn hier solche extra Dinge
angepappt werden an diesen Codex-Einträgen, dass das markiert werden würde, dass man weiß, wo es weitergeht. Also, dass man einfach weiß, okay, dieser Abschnitt, der kam neu dazu, den kannst du jetzt durchlesen, der Rest, der ist alt, den hast du schon gelesen. Naja. Dann haben wir hier hinten noch eine Truhe, die aber verschlossen ist, wie es aussieht. Ja. Muss doch irgendwo noch diese Chefin sein, oder? Singender Bruder. Singender Bruder. Uns möge der Erbauer dann zu uns zurückkehren. Schrank. Uns möge der Erbauer dann. Was, der Schrank ist auch verschlossen. Verdammt. Tempel. Ach, hier ist die ehrwürdige Mutter. Lesen wir noch das Buch. Die kaiserliche Kirche. Manche behaupten, die Kirche wäre überall genauso wie hier. Die göttliche in Val-Royeux würde unter den Augen des Erbauers unangefochten herrschen und niemand in Theades würde das in Frage stellen. Glaubt das nicht. Das zweite Gebot des Erbauers, Magie muss den Menschen dienen und darf ihn nicht beherrschen, hat im alten Reich von Tevinter eine andere Bedeutung als überall sonst. Die dürftige Kirche legte die Regel so aus, dass Magier zwar niemals den Verstand anderer Menschen kontrollieren sollten, aber abgesehen davon war alles erlaubt, was den Herrschenden Vorteile brachte. Als der Klerus von Tevinter den Gesang des Lichts umschrieb, um seine Interpretation zu verankern, befahl die Göttliche in Val-Royeux wieder den ursprünglichen Gesang zu rezitieren. Tevinter weigerte sich nun und erklärte Val-Royeux für korrupt, was sich zu einem Streit auswuchs, der im Jahre 487 im Zeitalter der Türme dazu führte, dass die Kirche von Tevinter ihren eigenen rechtmäßigen und unkorrumpierten göttlichen Falhael ernannte, der nicht nur ein Mann war, sondern auch eines der wichtigsten Mitglieder des Zirkels der Magi von Tevinter. Dieser schwarze Göttliche wurde außerhalb von Tevinter abgelehnt. Die Kirche in Val-Royeux betrachtete seine Existenz als Affront. Vier erhabene Märsche gegen die Rebellen später hatte die Kirche in Val-Royeux lediglich erreicht, dass die Spaltung unumkehrbar geworden war. Die Lehren der kaiserlichen Kirche sind größtenteils dieselben, nur die Verbote von Magie sind weitaus schwächer ausgeprägt und die Priester sind vorwiegend männlich. Der Zirkel der Magi herrscht direkt über Tevinter. Seit Arshon Numaran im Jahre 734 des Sturmzeitalters unter großer Zustimmung des Volkes direkt aus dem Reihen der Verzauberer gewählt wurde. Er setzte die alten Regeln außer Kraft, nach denen Magier sich nicht politisch betätigen durften, und binnen eines Jahrhunderts übernahmen die wahren Herrscher der verschiedenen kaiserlichen Häuser, die Magier, ganz offen die entsprechenden Ämter in der Regierung. Der kaiserliche Göttliche stammt heute stets aus den Reihen der ersten Verzauberer und fungiert sowohl als Göttlicher wie auch als Großverzauberer. Außerhalb von Tevinter gilt dieses Vorgehen bei jedem Mitglied der Kirche als Ketzerei. Ein Rückschritt in die Zeit der Magister, die Verderbnisse über uns gebracht haben. Dennoch ist es so, und obwohl wir das Reich von Tevinter den gefürchteten Kunari überlassen haben, hat es sich trotzdem behauptet. Weitere Konflikte zwischen dem schwarzen Göttlichen und unserer weißen Göttlichen sind unvermeidbar. Aha, die Kirche ist also auch gespalten. Das erinnert irgendwie an Christen und Katholiken oder so in die Art. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, mein Freund? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können als die meisten, die es hierher schaffen. Wer seid ihr? Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Mhm. Ihr wollt eine Kirche, eine Spende für die Kirche, macht ihr Witze? Ich sollte vielleicht gehen. Was für eine Spende wäre angemessen? Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Es tut mir leid, ich habe nur 10. Gut, es sind 30. Ich kann euch 5 Souveräns geben. Das sind wahrscheinlich die Goldstücke. Ich sollte vielleicht gehen. Ja, okay. Gut, hier sind 30 Silber. Ich danke euch, mein Sohn. Was kann ich also für euch tun? Ich bin ein grauer Wächter. Ich brauche eure Hilfe. Ich hatte gehofft, ihr könntet mich segnen. Natürlich. Es wäre mir eine Freude. In Andrastes Namen bitte ich den Erbauer, über sein Kind, seine Schöpfung zu wachen. Behüte ihn auf seinem Weg, o Erbauer. Sei ihm ein Licht in der Dunkelheit. So soll es geschehen. Vielen Dank. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Ich bin ein grauer Wächter, ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, der Frau kann ich vertrauen, da werde ich es mal sagen. Ein grauer Wächter? Hier? Oh nein. Ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Ihr müsst wissen, dass Taryn Loghain die grauen Wächter zu Geächteten erklärt hat. Ich habe davon gehört, aber es war Loghain, der den König verraten hat. Taryn Loghain? Das kann ich ebenso wenig glauben, wie seine Ächtung der Grauen Wächter. Auf euren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Haltet euch bedeckt,
Dann verspreche ich euch, dass ich eure Anwesenheit hier geheim halten werde. Mehr kann ich nicht tun. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Könnt ihr den grauen Wächtern überhaupt irgendeine Art von Hilfe anbieten? Ja, würde ich sagen, wir gehen, oder? Naja, ich frage trotzdem nochmal nach. Ich kann euch nicht helfen, ohne die Sicherheit dieses Dorfes und dieser Kirche zu riskieren. Alles, was ich tun kann, ist, eure Anwesenheit hier geheim zu halten. Es tut mir leid. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Ja, es ist sonst nichts mehr. Möge der Erbauer über euch wachen, grauer Wächter. Hat also nicht wirklich viel gebracht, der das zu sagen. Vielleicht ist sie ja auch eine Hinterhältige und verrät uns dann doch. Ich meine, die Templer haben es wahrscheinlich auch gehört, oder? Dass wir graue Wächter sind. Tja, dann war ja drin ja eigentlich nicht wirklich viel Spannendes, außer eben der Templer, glaube ich, war's, mit dem wir reden konnten. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal von dann und gehen weiter unsere Wege. Templer sind Krieger, die über die Magier wachen und alle Abtrünnigen des Zirkels der Magie zur Strecke bringen. Sie sind in der Lage, Zauber zu berechnen und ihren Gegnern Mana zu entziehen. Wie gemein. Na, das dauert aber lang. So. Dann schauen wir mal. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles schon angeschaut, oder? Gab es generell noch irgendwas in Lothering, was wir verpasst hatten? Was hat man hier? Allison, mit der müssen wir noch reden. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Hier. Ja, dann gehen wir da mal hin. Haben wir theoretischerweise auch noch dieses Nebenquest angenommen. Ich weiß gerade nicht, ob wir das machen wollen. Oder ob wir einfach weiter unserer Wege gehen und die Hauptmission weitermachen, das entscheide ich dann spontan. Würdet ihr mir etwas verraten, Morrigan? Habt ihr euer ganzes Leben in diesem Wald verbracht? Hin und wieder ging ich fort, kam aber immer wieder zurück. Warum? Ist das so ungewöhnlich? Es war mein Zuhause. Und ihr habt da allein mit eurer Mutter gelebt? Sonst war niemand da? Meine Mutter hatte von Zeit zu Zeit Besuch. Wo endlich mal eine Holzkiste, die offen ist, eine schicke Vase, eine bemalte Porzellanvase, sieht teuer aus, ja. Was? Ist nur ein bisschen Kohle, wie es aussieht, aber kann ich wirklich viel damit anfangen. Will ich das überhaupt genauer wissen? Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? Minenarbeiter. Mein Bruder ist bei Ostaga gefallen. Hat auch nichts Besonderes zu sagen. Dann reden wir mal mit Allison. Seid gegrüßt, Fremder. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Wofür braucht ihr die Fallen denn? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Warum kauft ihr euch einfach welche? Ja, der hat keine. Balin hat Giftfallen auf seinem Land. Es tut mir leid, aber ich kann keine Fallen herstellen. Warum kauft ihr nicht einfach welche? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Balin hat Giftfallen auf seinem er Land? Er hat noch kein Gift dem Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Es tut mir leid, aber ich kann keine Fallen herstellen. Das stimmt ja alle auch, oder? Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Verdammt, wenn ich nur Fallen herstellen könnte, dann hätte ich ja helfen können. Toll. Das war's also schon, oder was? Ich dachte, die hätte mehr anzubieten. Kleiner Schild. Ja, verkaufen wir dann wieder irgendwann. Flüchtling, Flüchtling. Minenarbeiter gibt's auch noch ein paar. Ich habe da eine Frage, Alistair, die ich euch zu beantworten bitte. Habe ich eine Wahl? So, in die ganzen Häuser können wir, wie es aussieht, nicht reingehen. Also wir dürfen ja nicht einfach ungestraft plündern in diesen Häusern. Was in vielen anderen Rollenspielen ja möglich ist. Wir haben noch eine Truhe, die ist verschlossen. Und die Älteste. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Haltet ihr mich für einen Flüchtling? Eigentlich hatte ich eher gehofft, ich könnte euch helfen. Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse.
Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Ich nicht, aber ich hätte hier jemanden, der sich auskennt. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Okay, nächstes Nebenquest. Mehr als gewöhnliche Pflanzen. Können wir ja gucken, ob wir das dann auch noch mitmachen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Taverne. Also ich gehe mal davon aus, dass das die Taverne ist, oder? Dann ist Zuflucht, ja. Wie ihr... So, so, wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einem Burschen zu suchen, der genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Hm, es scheint, als wolle er einen Kampf. Ich werde ihm seinen Wunsch erfüllen. Wie kommt ihr darauf, dass sie Verräter sind? Taryn Logan behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet. Nehmt den Wächtern Gewahrsam. Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt. Ja, bringen wir es hinter uns. Ach, ich hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier in dieser Taverne in den Kampf verwickelt werde. Verdammt nochmal. Ich habe mittlerweile auch erfahren, dass die Personen, die ich nicht auswähle, dass die dann alleine kämpfen und machen, was sie wollen. Also so, wie es halt die Strategie vorgibt. Deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich nur den Hund steuere. Schrecken. Ich würde sagen, das nehmen wir direkt. Hat hier jemand eine Runde Tod? Ja, jetzt sind erstmal alle betäubt. Dann greifen wir meine Runde an. Vielleicht noch ein bisschen kühlen. Nebenbei hier mal auf die Energie gucken. Dann hoffe ich mal, dass die Leute, wenn ich sie nicht ausgebildet habe, außer meinem Hund, dass sie dann von alleine. Gut, ihr habt gewonnen. Okay, war einfach. Wir ergeben uns. Gut, sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Auf jeden Fall ist diese Aktion von dem Hund, dass alle betäubt werden, ziemlich cool. Ich will nicht, dass sie Logan Bericht erstatten können. Die Grauen Wächter haben König Kell nicht verraten. Es war Logan. Sie wollen uns gnadenlos niedermähen. Sie verdienen kein Mitleid. Überbringt Logan eine Nachricht. Nee, ich gehe mal auf. Die Grauen Wächter haben König Kaelin nicht verraten. Es war Logan. Das, ja. Ich war da. Der Taryn hat uns aus einer Falle gerettet. Dann lauft sofort. Der Taryn hat den König sterben lassen. Ihr seid wirklich blind. Sie erschlagen. Ihr seid wirklich blind. Ja, der Taryn hat den König sterben lassen. Die Wächter haben den König in seinen Tod geführt. Der Taryn konnte nichts tun. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr seid wirklich blind. Sie erschlagen und bringt Logan eine Nachricht. Was sollen wir ihm sagen? Die Grauen Wächter wissen, was wirklich geschehen ist. Er wird für seine Taten bezahlen. Wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen. Er muss schon mehr aufbreiten als das hier. Ja, die Grauen Wächter wissen, was wirklich geschehen ist. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Bekommen wir jetzt die nächste Magierin ins Team? Ich möchte verdammt nochmal einen Dieb haben. Einen Schurken, eine Assassine, irgendwas in die Richtung. Wer seid ihr überhaupt? Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Wollt ihr noch irgendwas von mir? Was bedeutet das? Ich habe mich der Kirche angeschlossen, um ein Leben in friedlicher Kontemplation zu führen. Bin aber keine Priesterin, nicht mal eine Anwärterin. Tja, ich bin Pax, es erfreut euch kennenzulernen. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Verzeiht, Schwester, aber da irrt ihr. Warum lügen? Die Männer irren. Ich bin kein grauer Wächter. Warum wollt ihr euch unbedingt mir anschließen? Der Erbauer hat es mir gesagt.
Der Erbauer ist auf meiner Seite, dann willkommen an Bord. Sicher, und ich werde mich jetzt ganz langsam entfernen. Könnt ihr das näher ausführen? Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt, aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum, eine Vision. Noch mehr Verrückte? Haben wir davon nicht schon genügend? Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Ich find's lustig, also ich meine, ich find's da geil, dass die hier so ein bisschen Blut eingebaut haben in dieses Spiel und man sieht, wenn jemand gekämpft hat, aber es ist ein bisschen übertrieben, oder? Die sind ganz im Blut die ganze Zeit überall. Ich weiß nicht, dann unterhalten die sich so seelenruhig, wenn nichts passiert wäre. Gut, die will uns also begleiten. Also gut, ich weise Hilfe nicht zurück, wenn sie mir angeboten wird. Ich fürchte, ich werde mehr brauchen als Gebete. Wenn euch die Leute leid tun, dann helft ihnen hier. Ich brauche eure Hilfe nicht mehr. Also gut, ich weise Hilfe nicht zurück, wenn sie mir angeboten wird. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Level 7. Ach, das ist ein Schurke. Geil. Ich dachte, es wäre eine Magierin oder so, aber es ist ja ein Schurke. Wie? Ich kann nur mit Vieren gehen? Ah, verflucht. Ich will aber weder einen Spike aufgeben, noch will ich meinen Freund Alistair aufgeben, noch Paxis, logischerweise, das bin ja ich, noch will ich die heiße Morrigan weghaben und ich brauche einen Schurke. Spike hat halt einfach diesen geilen Move, dass alle am Anfang, dass alle betäuben kann. Das ist... Muss mich jetzt echt für einen entscheiden? Also einer muss weg, oder was? Ah, ich denke, Morrigan, muss ich echt... Oh, soll ich echt auf Morrigan verzichten? Aber das wäre jetzt noch die, auf die ich am ehesten verzichten würde. Oh, weil Markierin habe ich... Bin eh jetzt nicht so der Markier-Freund, aber ich finde es auch irgendwie schade, dass wir nur zu viert rumlaufen können. Und das soll ich Spike wegtun? Aber Spike ist da mein Freund. Spike ist da mein Haustier. Ich kann doch nicht Spike wegnehmen. Aber Morrigan ist auch interessant. Spike hatte eigentlich keine Geschichte. Spike ist der Einzige ohne Geschichte. Deswegen werde ich wohl Spike wegnehmen. Ach, ist das ärgerlich. Und Spike wartet ja auch auf mich, wie man sieht. In der Tat. Verdammt! Aha, die machen also irgendwas, wenn man sie ja auswählt. Ja, Pax, das muss ich drin lassen. Verflucht und verdammt! Unbedingt. Verflucht und verdammt! Spike ist der Einzige, dem es scheißegal ist, oder? Ob er mitgeht oder ob er da bleibt. Deswegen lassen wir Spike da. Ist ja voll tragisch, ärgerlich und alles, aber egal. So, speichern wir erstmal. Es gab dieses Mal ja einen kleinen Kampf und ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen machen wir heute mal nicht eine extra lange Folge, sondern wird halt etwas kürzer als im Vergleich zu sonst. Deswegen liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.